Halli und Hallöchen zu Part 17 von Zelda, also Legend of Zelda Wind Waker. Und wir sind jetzt gerade hier. Und ich habe Probleme mit den Zielen. Hä? Funktioniert das nicht? Jetzt geht's. Komm nochmal. Ach komm schon. Ist ja nicht so, dass ich eigentlich nicht hier lang will, sondern in die andere Richtung. Egal wie ich. Versteht mal einer die Logik des. Wie? Das ist unlogisch. Wenn ich in die Richtung schlage, dann kann es nicht sein, dass er auf einmal in die andere Richtung geht. Es geht ab. Jetzt funktioniert es endlich mal so, wie ich das will. Jetzt muss ich das Ding nehmen und werfen. Tada! Und die Kiste gehört mir. Und es ist eine Schatzkarte! Ja, wir haben eine Schatzkarte gefunden. Und jetzt? Achso, wir kriechen da jetzt einfach raus. Toll. Das hätte ich gern vorher gewusst, dann hätte ich mir das alles erspart. Nein. Genau, da müssen wir hin. Hier haben wir jetzt alles angeklopft, deswegen gehen wir jetzt wieder zurück. In. Ach ja, genau, wir müssen ja mit dem. Was willst du? Aha, okay. Schwimmen brauchen wir gar nicht anfangen. Wir müssen das teilnehmen als Boot. Deswegen gehen wir jetzt nochmal hoch, schlagen das Ding nochmal runter. Und fahren dann mit dem Blumenbötchen durch die Gegend und schauen uns das alles mal genauer an. Weil wir so viel Spaß haben. Und mit einem Affenzahn bewegen wir uns voran. Also es ist eigentlich ein Wunder, dass wir noch ganz sind. Was ist denn das da? So, jetzt sind wir ja auch schon da. Dann machen wir es einfach von hier oben aus. Kommen wir auch eher an die ganzen Dinger ran. Und funktioniert's? Jawohl. Yay, wir haben den großen Schlüssel gefunden.
Ja, das war ja klar. Die haben eh keine Chance gegen mich. Ist ja nicht so, dass ich eigentlich ausgewichen bin, aber hey. Genau, schlagt euch ruhig gegenseitig, das ist ganz lustig. Oh, ich bin fast tot. Ist natürlich schlecht. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Da habe ich aber auch zu wenig aufgepasst, muss ich ehrlich gestehen. Erschrocken, wenn mein Hund gebellt hat. Wartet mal einen kleinen Moment. So, und schon bin ich wieder da. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, warum ist da oben... Ach so, das ist die Tür. Okay, die Tür. Die Tür, die Tür. Dann werden wir ja auch mal in die Richtung springen und durch diese Tür. War unten nicht noch eine andere Tür? Das ist nicht mehr. Wir haben uns jetzt im Endeffekt alles geholt, bis auf ein Dings. Und bei dem weiß ich... Was war denn das jetzt? Einmal, komm, hopp, hopp, hopp. Sehr gut. Und eine Kiste. Glücksamulett. Eine Glücksamulette. Gibt's denn hier gar kein Magie-Dings? Kann doch nicht sein, oder? Da gibt's gar nichts zum Einsammeln, ist ja komisch. Wir sind auf jeden Fall jetzt auf dem Weg zum Endgegner. Was passiert denn jetzt, wenn ich die alle anvisiere? Ja!
Da ist gerade eine Feder von geschwirrt, das habe ich gesehen. Das ist natürlich schlecht, da gibt auch einen Unfall. Einmal kurz einen Moment. Toll. Jetzt gibt es wahrscheinlich keine Fee mehr, oder? Das dachte ich mir schon. Allerdings gar nichts, weil ich dann einfach nochmal zurückgehe. Weil ich das nicht einsehe. Ja, genau. Ich möchte das in Flammen setzen. So, dann haben wir das jetzt offen und können direkt zum Endgegner springen. Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück und dann wieder rein. Nur um die Fee zu sammeln. Und ich hoffe einfach, ja. Die Fee war da hinten irgendwo. Ja, ich hab die Fee gesammelt. Das Blöde ist nur an der ganzen Geschichte. Ich weiß gar nicht, was ich da brauche und was nicht. Wird schon schief gehen. Jetzt habe ich nicht mal gespeichert. Das ist toll. Ah, da ist er drin. Natürlich geht der Link jetzt voller Vorfreude auf ihn zu und denkt sich, wow, das ist ja einfach. Und dann denkt er sich, oh, scheiße, ist doch nicht so einfach. Und dann denkt er sich, oh, shit. Eigentlich auch logisch, dass das so konzipiert ist, dass man die Dinger da runterhauen muss. Sind wir jetzt verletzt? Mein ganzes Herz gleich. Komm schon, das habe ich doch erwischt. Thank you.
Komm schon. Irgendwann muss er doch besiegt sein. Das gibt's doch nicht. Wie lange lebt denn der? Oder mache ich vielleicht irgendwas falsch? Natürlich habe ich jetzt gleich 3 Herzen geopfert, weil... Macht so viel Spaß! Jetzt haben wir ihn besiegt. Und ich muss sagen, der ist wirklich einfach gewesen. Mit durchgehendem Ausweichen, also hin und her laufen, funktioniert das, ohne dass man irgendwelche Probleme hat. Ich möchte da... Gott sei Dank. Ich hatte jetzt schon Angst. Warst du es, der mich gerettet hat, werter Freund? Ich danke dir vielmals. Als mir schwarz vor Augen wurde, da dachte ich, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber wie bist du nur bis hierher gekommen, werter Freund? Was, ein Dekoblatt? Aber ja doch. Heute ist doch der Tag der alljährlichen Zeremonie. Wir dürfen hier keine Zeit verschwenden, wir müssen schnell von hier entkommen. Ich hole mir jetzt erstmal mein 5. Herz. Und wir haben ein 5. Herz und sagen nochmal, lass uns schnell von hier entkommen. Ja, lass uns das machen. Das große Problem an der ganzen Geschichte ist, ein Dingsbums fehlt mir noch. Das ist sehr traurig. Eine Kiste. Aber ich weiß nicht, ob die Kiste... da zu holen ist. Oh, Markorus, du bist wohlauf zurückgekehrt. Es tut mir ja so leid, Dekobaum. Ich weiß, du hast uns immer und immer wieder gewarnt, aber ich war taub. Gräme dich nicht mehr, Markorus. Das nächste Mal wirst du vorsichtiger sein. Jazz, das hast du wirklich gut gemacht. Nimm dies hier als Zeichen meines Dankes an. Ich gebe dir, was ich dir versprochen habe. Yay! Du hast Pharoris Dement erhalten. Du hast ihn vom Dekobaum, dem Terrahüter, überreicht bekommen. Ich bete, dass dieser Dement dir den Weg zu einem guten Schicksal weisen wird. Aber, Markorus, so weine doch nicht mehr. Trockne deine Tränen und erfreue uns wie immer mit deinem fröhlichen Spiel. Du hast recht, wir müssen umgehend mit der Zeremonie beginnen. Tut mir leid, dass ich euch alle habe warten lassen. Also dann, beginnen wir. Werter Freund Jazz, ich werde mir heute besonders viel Mühe bei meinem Spiel geben, um mich dir erkenntlich zu zeigen. Ich hoffe, du findest an dem Konzert gefallen. Dekobaum, auch dieses Jahr gibt es wieder eine ganz vorzügliche Saat. Mit Hilfe dieser Saat können wir wieder prachtvolle Wälder heranwachsen lassen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Bis dann und leb wohl. Und dir auch alles Gute, werter Freund. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Der Dekobaum kaut vor sich hin.
stellt sich mir nun die Frage, ist das vielleicht ein Lied? Ich danke dir wirklich für alles, Jess. Wie hat dir das Konzert gefallen? Wie war mein Spiel? Das Instrument hat mir der Dekobaum geschenkt, als ich geboren wurde. Es scheint früher einem Menschen gehört zu haben und es hat viel Übung bedurft, bis ich so gut war, wie ich es jetzt bin. Unsere anderen 8 Freunde haben sich alle auf Reisen, um neue Wälder zu züchten, aber ich und der Alchemist Paienus bleiben auf dieser Insel. Du bist uns jederzeit willkommen, ich würde mich sehr freuen. Naja, egal. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht irgendwann mal Lied ist. Ich kann es euch nicht sagen. Bevor wir aber von hier verschwinden, möchte ich noch mal kurz dahinter. Ich zeig's euch gleich wohin, weil wir da noch mal kurz hin müssen. Ist sehr wichtig. Besser jetzt als erst später, meiner Meinung nach. Einmal den Haken wieder. Wie brauchen wir denn, nämlich? Wie der immer zappelt. Das dürfte die richtige Richtung sein. Wir können jetzt hier rüber, oder? Dann gehen wir erstmal da rüber. In die andere Richtung kann ich vermutlich erst später. Das werden wir jetzt dann gleich probieren. Jetzt machen wir erstmal das und dann machen wir das andere. Oder wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal gar nichts, wir machen jetzt Pause, weil wir sind nämlich schon wieder bei ganz langer Zeit. Like, kommentiert, abonniert, ich würde mich freuen, bis zum nächsten Part.